Herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Panzergeneral 3D. Ja, das letzte Mal hatten wir ja schon ein bisschen aufgerüstet, unsere Truppen. Die sehen jetzt schon ganz gut aus. Genau, ich hatte überlegt, ob ich mir noch so ein KV-1, glaube ich, kaufe. Aber das mache ich jetzt doch nicht, weil ich mir im nächsten Szenario wahrscheinlich ein Panzer aus einer anderen Nation kaufen werde, und ich schätze mal, wahrscheinlich werden wir noch einen Panzer als Beutepanzer, als Dingespanzer, wie heißt es? Fällt mir jetzt gerade nicht ein, als Prototypen, genau, als Prototypen kriegen. Und ja, dann hätten wir 8 Panzer, und das ist eigentlich immer so das, was ich so nehme für die Kampagne. Genau, wir hatten uns neuen Aufklärer gekauft, und ja, die Truppen sehen noch ganz gut aus. So, wir haben 21 Züge Zeit. Das hört sich jetzt viel an, ist es aber leider nicht. Denn wir sehen, wir haben eine riesengroße Karte mit jede Menge Hexfelder, jede Menge Gegner. Wir können aufstellen hier im Südwesten und dort, im Nordwesten und dort im Südosten. Wir haben auch ein paar Hilfseinheiten. Naja, aber über die Qualität, ja, hüten wir mal die Mauer des Schweigens. Ja, Taktik. Wie sieht die Taktik aus? Also das Szenario ist schon, sage ich mal, etwas herausfordernder. Ich werde etwa gleich groß hier, also im Nordwesten und im Südosten aufstellen. So, ja, der Großteil der Truppen, der wird erstmal hier lang gehen und ja, auf Kiew zustoßen. Erstmal hier alles einnehmen. Ein paar kleinere, die schicke ich schon mal darunter. Die holen sich die Käfer. So, ja, dann wird sich entscheiden, wie die hier vorankommen. Also, ein kleiner Teil geht da nach Norden. Oder ja, ein Teil der Truppen geht nach Norden. Und der andere Teil geht nach Westen, und ja, dieser Flughafen ist halt auch von wichtiger Bedeutung, weil man da halt gut seine Flugzeuge aufmunitionieren kann und dann nicht irgendwie ja bis in die entferntesten Winkel vorstoßen muss. Ja, und greifen halt von Osten her Kiew an, und es ist halt entscheidend, wie schnell diese Truppen sind. Wenn die halt ja fertig sind, dann ja, können die halt sozusagen schon nach Süden abdrehen. Die schwierigsten Stellen, das ist einmal hier Kiew und hier im Südwesten, da um dieses Sieghex rum, weil da jeweils eine 210 mm der Russen steht, ja, die über 6 Felder schießen kann, wo wir nichts Vergleichbares haben, was dem irgendwie artilleriemäßig ja entgegentreten kann. Deswegen, das wird etwas ja knifflig. Ja, hier rund um den Flughafen sind noch einige starke Panzer, aber das werdet ihr dann ja auch alles sehen. So, ich überlege jetzt gerade, oder ich schaue jetzt gerade mal. Wir haben 6 Panzer. Das heißt, 3 Panzer für alle. Nehmen wir mal den hier. Was ich jetzt als allererstes mache, ist, dass ich da hier die Brückenpioniere aufstelle. Wo sind sie? Da. Ja, das ist die Furt, genau. So, dann stelle ich noch den da auf. Und den stelle ich auf. So. Dann kommt noch der sture Emi dahin. Artillerie haben wir 6 Stück. Der werde ich auch, ja, den. Ne, den stelle ich mal dahin. Und diese Artillerie. So, Aufklärer haben wir 5. Der nehme ich, ja, so einen ausgezeichneten mal, und dann nehmen wir mal die beiden schwächeren.
So, Flak haben wir 6 Stück. Das tun wir so aufteilen. So, Infanterie 2, 4, 6, 7, 8. Okay, also tun wir noch 4, 4 aufteilen. So, die Waffen ist es, die Fallschirmjäger-Pinguine und die Kavallerie. So, das ist jetzt erstmal das, was ich da aufstelle. Jetzt geht's hier im Osten weiter. Da haben wir zum Glück so einen Versorgungshex. Das heißt, wir können dann jetzt auch gleich noch weiter aufstellen. Das werden wir auch gleich machen. Genau. Ja, lassen wir erstmal die im Nordwesten da liegen, links liegen. So, genau. Jetzt können wir etwas mehr sehen. Und jetzt brauchen wir mal etwas Artillerie. So, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu leise, der Ton. Das ist ja, wie gesagt, immer so ein bisschen das Problem. Also letzter Part war es ja wieder mal zu laut, der Ton, leider. Ich hatte jetzt gerade noch mal geguckt, also die Angriffe und so konnte man eigentlich recht gut hören. Hupsala. So, nehmen wir mal den Flamingo, der kann die jetzt bestimmt da rausholen. Halten wir erstmal noch mal mit dem drauf, zack. Oh, die haben sich aber gut verteidigt. Okay. Dann jetzt der. Das nervt ein bisschen, dass der immer zurückgeht zu der, zum anderen, ja, sage ich mal, Aufstellungspunkt. Da will ich aber nichts aufstellen. Das ist Blödsinn. So, ja, die erweisen sich doch als etwas hartnäckiger. Wir könnten natürlich aber jetzt auch mal Folgendes machen und schon mal, sage ich mal, einige Einheiten aufstellen. So, ich hoffe, dass das funktioniert. So, das ist schon mal weg. Sehr schön. Ja, und das ist doch auch ausgezeichnet. Damit ist die Stadt in unserem Besitz. So, der kann da gleich mal reinfahren. Zack. Und der holt sich das Kaff da ganz hinten. So, ja, was werde ich jetzt machen? Aber ich denke mal, ich werde die jetzt wahrscheinlich noch nicht aufteilen. Nee. Das ist mir doch etwas zu heikel. Also ich werde es aus dem Grund nicht machen, da. Ja, diese Stadt hier auch nicht so ganz einfach zu einzunehmen ist. Und es mir dann doch wichtiger ist, dass ich das jetzt als allererstes mache. Könnte natürlich auch zuerst auf dem Flughafen zusteuern, aber nee, ich habe das so lieber. Weil sonst ist natürlich auch die Gefahr relativ groß, dass ja die Einheiten, dass sich da vielleicht irgendeine Einheit ja in Richtung meines Sieghecks aufmacht, möchte ich natürlich jetzt auch nicht gerade. So, schauen wir mal weiter. So, der können wir jetzt schon mal überrollen. Zack. Und dann gehen wir dem schon mal einen mit und tun jetzt einfach nur mal etwas weiter nach vorne, ja, uns positionieren. Gar nichts weiter machen jetzt erstmal. Gut, dem können wir noch einen mitgeben. Das erfreut mein Herz auch immer wieder. So, die Flak nicht vergessen.
So, ich werde momentan noch keine Flugzeuge einsetzen. Ich erkläre euch jetzt auch warum, weil die Russen, also sie haben natürlich schlechtere Flugzeuge als ich, aber sie sind recht zahlreich. Und wenn ich die jetzt aufsplitten würde, sage ich mal drei hier und drei da, und die Russen, die greifen damit mit allen fünf Flugzeugen hier an, dann hätte ich natürlich Probleme, die abzuschießen. Und das würde natürlich dann auch ja schwierig werden, dann im nächsten Zug mal eine Bombe einzusetzen. Deswegen warte ich jetzt und gucke jetzt, wo sie ihre Flugzeuge halt einsetzen, um dann ja da meine ganzen Flugzeuge aufstellen zu können auf der Seite. Vielleicht werden jetzt auch noch gar keine Flugzeuge kommen, aber jetzt zum Beispiel hier könnten wir ja okay, den könnten wir angreifen, aber sonst wäre es das aber auch. Ja, okay, der gibt dem einen mit. So what? 7-1, ja, das war keine gute Idee. Ja, diese Panzer KV-1B und ich weiß gar nicht, KV-1C gibt's glaube ich auch schon, oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall diese KV-Panzer und die T-34-Panzer, die werden wir nachher auch noch sehen. Das ist natürlich auch eine Schwierigkeit bei diesem Szenario, weil ja panzertechnisch wir eigentlich unterlegen sind. Eigentlich. So, das ist doch jetzt schon mal gut gelaufen. Zack, zack. So macht das doch Spaß. Das ist keine gute Idee. Dann lassen wir das mal lieber. Das gefällt mir umso besser. Überrollen. Ah, 4-4 ist scheiße. Ah, das ist doch besser. Die mit der Waffen ist erst hinten dran. Die regeln das schon. Okay, die sind etwas hartnäckiger. Ah, da kann der neue Aufklärer gleich mal ein bisschen Erfahrung dran sammeln und scheitert daran an dieser Aufgabe. Mein Gott. Das ist wirklich schlimm. So, fahren wir mal weiter. So, der 15er, der wird das doch jetzt, oder der 10er. Aber mit 5 Erfahrungsbalken, genau, der regelt das jetzt für mich. Sehr schön. So, dann wird der Rest der Truppen noch nach vorne geschickt. Die fahren da mal in das Hex rein. Zack. Jo, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Was ich jetzt machen werde, ist, dass ich diesen Panzer jetzt hier mal ja, zur Sicherung da lasse. So, und dann sehen wir, dass wir recht wenig sehen. Sumpf, Sumpf, das ist keine gute Idee. Da kommt er wahrscheinlich hin. Aber hier mit dem Wald. Ah, nee. Sind wir doch lieber etwas vorsichtiger? Oder bin ich doch lieber etwas vorsichtiger, als wenn ich jetzt da die Einheit verlieren würde? Das wäre natürlich schlecht. Ach. Shit happens. Wisst ihr was? Ich tue jetzt doch auf den Flugplatz vorrücken. Ich schätze mal, jetzt werden sie wahrscheinlich hier angreifen, aber gut.
Sollen sie mal machen. Schauen wir dann, was passiert. Ich habe ja notfalls auch noch meine Flugzeuge, die ich einsetzen kann. Ja, gut. So what? Ich hoffe nur, dass sie mir nicht den Panzer kaputt machen, die Kavallerie kaputt machen, aber da haben sie jetzt zum Glück aufgehört mit den Angriffen. Gut, tun erstmal wie wild ihre Einheiten fortbewegen und jetzt können wir gleich mal gucken, was wir jetzt vielleicht schon mal abschießen können, abschreiben können, was der Feind schon mal abschreiben kann. Zack. Guten Tag und tschüss. Gut, dann tue ich mal einen, dann tue ich mal zwei Jäger. Gucken, ob der, ob der die Viererreste da tilgen kann. Da kann er auch gleich ein bisschen Erfahrung sammeln. Sehr schön. Brav. So, und noch ein Jäger. So, und dann geht's jetzt im Südosten weiter. Hier können wir ja auch Flugzeuge aufstellen. Dann können wir den hier auch schon mal angreifen. Gut, mal gucken, ob der italienische Jäger den Rest erledigen kann. Oh, sehr schön. Gut, und da war ja noch so, den sehen wir jetzt gerade leider nicht. Ich guck mal, wenn ich mit dem Uhu dahin fliege, ob ich den dann erkennen kann. Irgendwo war doch da so ein Bomber. Genau. Den schieße ich jetzt mit dem, also das ist auch so ein Level-Bomber, der halt Sprit und Munition verringert. Schieße ich jetzt mit dem Fliegerass und dem Uhu daneben ab. So, und dann sieht das doch schon mal gut aus. Da kann man doch gar nicht meckern. So, und jetzt mache ich mal irgendwie, muss ich jetzt mal einen Angriff auf die, auf das Minenfeld, würde ich jetzt gerne mal machen, und einen auf den Panzer. Die restlichen Panzer lasse ich dann vielleicht mal für den Südosten, die restlichen Bomber. So, überrollt, sehr schön. Das ist fein, du fährst dann mal nach Süden. Wie viel habe ich denn noch? Ja, einen könnte ich vielleicht noch einsetzen. Nämlich noch den Italo-Jäger. Also einen Jäger hatte ich gesehen, aber der ist im Osten, da kommt der nicht hin. So, zack, dann können wir den nämlich auch gleich mal überrollen. Und es geht schnell voran. So. Die lade ich mal schnell wieder auf. Was ist das denn für ne Quatsch? Geht der nicht kaputt oder was? Ich hasse es. Gut, aber wir können ja auf jeden Fall auch hier auf der anderen Seite mal versuchen, einen Durchbruch zu erzwingen. Den sollte ich vielleicht mitschicken. So,
So, jetzt kümmern wir uns hierum. Hierum, Haarum, Löffelstiel, oder wie war das noch? Ach nee, das war hierum, Larum, Löffelstiel, aber egal. Gut, gucken wir mal, dass wir den irgendwie klein kriegen. Überrennen. Nein, der kommt jetzt leider nicht mehr zurück. Aber egal. Bisschen Schwund ist immer dabei. So, dann stellen wir die mal dahin. Oh, das war jetzt keine gute Idee. Ich habe jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, wie die Vorhersage war, aber ich denke mal, die sind dann jetzt auch Geschichte. So, den kann ich vielleicht noch da mitschicken. Läuft ja recht gut. Wir haben natürlich auch schon ganz gute Truppen im Angebot. Nee, hier sollte ich nicht ohne Luftunterstützung agieren, weil da hier der Jäger noch rumschwirrt. Ups, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gestoßen. Gut, dann schauen wir mal weiter, was jetzt noch so ansteht. Ja, wie ihr sehen könnt, es sind jetzt 21 Minuten oder fast 22 Minuten um. Wir haben jetzt gerade erstmal einen kleinen Teil, also das wird heute ein Riesenpart werden. Oh, da ist doch noch ein Jäger unterwegs, aber der gerät in Hinterhalt. Sehr praktisch. Ja, okay, der hat nicht so richtig die Chance. Der kriegt jetzt einen drüber, das war zu erwarten, aber kann sich ganz gut verteidigen. Haben wir dann halt wieder auf, egal. So, der hat noch zwei Schuss. Ich gehe erstmal mit dem hier weiter vor. Muss aber ein bisschen aufpassen, weil da sind nämlich Panzer unterwegs. Und was wir machen können, ist das hier. Reicht leider nicht ganz, um ihn abzuschießen, aber wir haben ihn doch etwas angenockt und können ihn jetzt wahrscheinlich leicht mit dem Flieger abschießen. Zack, schon erledigt. Wollte ich nicht. Boah, habt ihr das gesehen? Was hat ihr denn? Achso, Erschlag, okay. Der hat den einfach mal kurz kalt gemacht mit einem Schuss. So, der ist leer. Den sollte ich vielleicht jetzt nicht an vorderste Front stellen. Dann machen wir jetzt mal hier weiter mit unseren Bombern, dass wir die ganzen Käfer hier mal in unseren Besitz bringen können. So. War jetzt mal wieder etwas umständlich von mir, aber egal. Der fährt kurz mal aus der Furt raus. Der fährt da rein. Der ist jetzt leer, okay. Ja, das Ding hat leider nicht so viel Schuss. Das ist immer ein bisschen blöd. Na gut, ich fahre jetzt doch mal ein Stück nach vorne. Der wird sich ja diese Runde sowieso nicht mehr aufladen. So, und dann geht's hier weiter. Die Unerfahrenen holen sich ein bisschen Erfahrung ab. Zack. So, das läuft doch schon mal sehr gut. Ja, hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil wir jetzt hier irgendwo steht die Artillerie, in den Schussbereich der Artillerie kommen. Das
Da sollten wir dann etwas aufpassen. Was sagt der denn mit den Dinges? Ah, das ist schon besser. Ja, da seht ihr das Problem. Das angesprochene Problem. 8,5, das ist keine gute Idee. Das lassen wir mal lieber. So, und dann stellen wir die Artillerie hier hin. Ich würde den ja eigentlich schon gerne einen verpletten noch. Machen wir das jetzt mal so. Bringt aber leider nichts. Ich kann da jetzt leider auch nicht mit dem Bomber drauf gehen, weil ja, der Flak ist. Gut, dann müssen wir halt noch eine Runde länger warten, bis wir da jetzt angreifen. Aber was wir machen können, ist, die Flugzeuge sind ja jetzt anscheinend alle weg. Ich glaube, das müssten jetzt alle gewesen sein. Wir können hier schon mal diese Dreier-Kombo da angreifen. Nicht, dass da noch irgendjemand meint, da in den Kampf um den Flughafen eingreifen zu müssen. Und in meine Flanke zu fallen. Das wäre natürlich keine gute Idee. Also, wäre schlecht für mich. Gut, wir lassen das jetzt erstmal so und ich hoffe, dass alle überleben. Aber müssen sie eigentlich. Gut, schauen wir mal, was passiert. Gut, der fährt weg. Ja, da seht ihr, 3 hatte den mal kurz abgenommen. Oh, das war jetzt auch übel. Ja, okay. So what? Haben sie die Gradschützen noch auf der Rechnung? Ja, aber aus dem Sumpf heraus anzugreifen, ist keine gute Idee. So, das war jetzt böse. Glück gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, was hatten die überhaupt? Erstschlag. Gut, dann wollen wir jetzt erstmal... Müssen wir uns erstmal gucken, dass wir ja hier ein bisschen aufräumen. Der kann den zum Glück überrollen. Das ist leider nur noch ein Schuss. Ja, aber ihr seht schon, es war wirklich eine gute Idee, dass ich die alle aufgelevelt habe, weil so können die halt wesentlich mehr Schaden anrichten. Nee, das ist jetzt vergeudet, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, glaube ich. So, der kann auch ein bisschen, ein bisschen Erfahrung noch sammeln. Und dann geht's da nach Norden. So, ja, genau, der war leer. Den darf ich nicht bewegen. Dafür sollte ich die Artillerie hinterherziehen. Die hat wieder Munition. Dann werde ich noch... So, was ich jetzt einfach mal mache. Nehme jetzt aber nicht die Bomber, weil ich mir die noch ein bisschen aufheben will, die Munition. Nehme jetzt erstmal den Uhu.
Kriegt er auch noch ein bisschen Erfahrung, zack. Und der noch hinterher. Ja, ich denke mal, das sieht gut aus. Das Einzige, was scheiße ist, dass der sich jetzt leider nicht richtig aufladen wird, weil, ja, zwei Einheiten neben ihm dran stehen, zwei feindliche. Ich denke mal, da wird er wahrscheinlich nur zwei Schuss oder sowas zurückkommen. Gut, den sollten wir auch mal schnell aufladen. Okay. So, und du fährst mal da nach Süden, weil irgendwo da, genau, da hatte sich doch einer auf große Reise begeben. Werde ich den mal mit dem Jäger hier begrüßen gehen. Die kommen da leider alle nicht hin. Naja, ist nicht so tragisch, wenn der sich jetzt ein bisschen ein paar Meter entfernt. So what? Und 3,5 ist keine gute Idee. Was sagt der? 1,4 gefällt mir jetzt auch nicht so doll. Ah, 1,9 ist schon besser. So, jetzt machen wir hier mal eine schöne Überrollorgie. Ja, Überrollorgie wurde jetzt leider dann doch gestoppt. Ach, das sind 3 Felder, deswegen geht das nicht. Hätte ja eigentlich gerne noch das Ding angegriffen. Achso, der hatte, der, genau, der war jetzt leer. So, ich stelle die mal dahin. Und das Ding hat sich mal wieder ordentlich zurückgeschossen. Gut, aber ist jetzt egal. Ist jetzt egal. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den hier tilgen können. Zack. Können wir vielleicht hier auch schon mal ein bisschen aufräumen an der Seite. Ah, nicht ganz, aber fast. Gut, das sieht doch schon mal recht gut aus. Dann geht es jetzt weiter. Ups. Ups, was mache ich denn hier? So, weiter geht's. Den lade ich mal schnell auf. Den auch. Da brauchen wir jetzt momentan nicht unbedingt. Können wir auch so regeln, wie ihr sehen könnt. Ja, ich hatte recht. 2 Schuss hat er jetzt noch, aber... Das reicht jetzt auch erstmal. Die laden wir auch schnell nochmal auf. So, der holt sich das Kaff da oben noch zurück. Und dann die ganze Artillerie hinterher düsen. Ich denke mal, die Flak könnten wir eigentlich auch stehen lassen. Ich nehme sie jetzt trotzdem mal mit. Müssen wir jetzt halt ja, zusehen. Okay, das Ding ist leer. Jetzt habe ich auf den falschen gedrückt. Hulk Deluxe.
Naja gut, ist jetzt auch nicht so tragisch, wenn auch nicht so schlecht, wenn der jetzt auch aufgeladen wird. Zack, zack. Jetzt haben wir schon mal die nächsten wieder überrollt und so, die Flugzeuge kann ich dann auch mal schnell zum Flugplatz zurückfliegen. Der ist noch flack. Das ist keine gute Idee. Lassen wir das erstmal kurz. So, ja, hat unser Befreier wieder ein bisschen was geholt an Prestige. So gefällt mir das doch. Der hat noch 2 Schuss, okay. Wie viel hat der noch? Der hat noch 6 Schuss. Das ist sehr schön. So, die lade ich auch nochmal schnell auf. Die werden wir noch brauchen. Den lasse ich stehen, damit er sich wieder regenerieren kann. Und mit dem fahre ich näher ran. Ups. Ja, das läuft doch sehr gut. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich wirklich, ja, sozusagen von 2 Seiten kommen können. Haben schon ja recht viel kaputt gekriegt. Was ich machen werde, ist, dass ich meine ja Bomber mit dem Fliegerass nebendran auf die Flak, auf die beiden Adleries setze und ja hoffe, dass ich ja einiges kaputt kriege. Ich sollte die Bomber vielleicht auch ein bisschen näher ranfliegen schon mal. Den Italo-Bomber jetzt vielleicht auch nicht gerade einsetzen. Wäre vielleicht etwas zu schwach auf der Brust. Das sind 3 Felder, das sollte ich auch nicht machen. Das könnten 4 sein. Aber egal, das kann ich auch so irgendwie kaputt kriegen. Naja, sobald ich da von einer Seite durch bin, wird ja der Großteil dieser Truppen hier dann ja im Norden alles einnehmen. Ja, wir haben noch 12 Züge für den Glorreichen, ist jetzt natürlich auch nicht mehr allzu viel. Okay, jetzt greifen sie da an. Zack, zack. Ich guck mal schnell. Oh, wir haben 4.994 Prestige wieder, also da haben wir eine ganze Menge gekriegt. So. Ja, die Pack, die hat sich so schön eingepackt. Dann greife ich da auch mal mit meiner Pack an. So, nehmen wir mal den stärksten Bomber. Oder vielleicht ist der besser. Ist überall 2-1. Na, der ist noch nicht so erfahren. Da können wir mal gucken. Ah doch, bei dem ist 3-1. Dann gehen wir mal auf die Artillerie drauf. Dem gehen wir da drauf und der Jäger geht da drauf.
So, dann gucken wir mal weiter, 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 weiter. Oh, der ist jetzt leer. Hat sich leer überrollt. So, jetzt müssen wir wieder sehen, dass wir eine halbwegs vernünftige Verteidigungsstellung errichten, wo wir dann halt die Flak hinten dran stellen können. Kommen die jetzt zwar natürlich auch mit ihrer Artillerie hin, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Irgendwann müssen wir ja mal da durchbrechen. Okay, da ist ein dicker Panzer, den sollte ich lieber mal meiden. Ich glaube, da kann ich angreifen, ohne dass. Ja, genau, da kann ich angreifen, ohne dass mich die Flak, die da irgendwo unten steht, trifft. So, dann geht's jetzt weiter. Hallo? Das sind fünf Felder. Shit. Ja, egal. Ein bisschen Schwund ist immer dabei. Vier eins ist keine gute Idee. Was würde denn so passieren? Na, das geht nicht. 4-6 ist aber auch keine gute Idee. Dann machen wir das mal so und stellen die beiden zur Absicherung dahin. So, und hier können wir natürlich auch schon mal loslegen. Komme jetzt leider nicht an die Dinges ran. Da brauche ich doch den Bomber. Oder ich nehme Jäger. Das ist vielleicht sogar besser, den hier zum Beispiel. Bin mal gespannt, wer nach dem Szenario überhaupt noch ja, Überstärke hat. Geht wahrscheinlich wieder alles verloren, aber da kommt jetzt keiner hin. Herk Deluxe. So, aber. Ich glaube, das habe ich mich gerade verklickt. Ja, ich habe mich verklickt. So, da kann er sich auf jeden Fall nicht mehr aufladen. Das ist ja auch schon mal was wert. So, mit den beiden tue ich jetzt einfach mal da auf den Ort vorrücken. Oder ist sogar gar keiner drin. Können wir noch ein Stück weiter vorrücken. Dann lade ich mal schnell auf und kann ich ja schon mal vorwärts fahren. Ein Stück. Den auch. Ja. Ich kann ja mal schnell die strategische Karte zeigen, um euch zu zeigen, wie es aussieht. Also es sieht so aus, dass wir ja den kompletten Nordwesten und den kompletten Südosten eigentlich jetzt in unserer Tasche haben. Ja, bald wird die gesamte Mitte der Karte unseres sein, aber der Südwesten und der Nordosten. Da werden wir noch ein bisschen dran zu knabbern haben. Vor allen Dingen im Südwesten ist das nicht so ganz einfach. Aber bisherig läuft es ja ganz gut. Ja, okay. Oh, jetzt fährt er weg. Der fährt in den Hinterhalt. Sehr schön. Zack. Und. Ach, ja. So. Okay, jetzt hat er einen Hilfspanzer kaputtgeschossen. Müsste ein Hilfspanzer gewesen sein. Das kann er gerne machen. So.
Es ist Regen. Ihr wollt mich doch wohl veralbern. Das gefällt mir natürlich jetzt nicht so, dass Regen ist, weil das macht die ganze Sache jetzt unnötig heftig. Okay, na, ich kann jetzt momentan leider nicht viel mehr machen. Der ist leer, der sollte sich mal aufladen. So, aber wir können natürlich schon mal versuchen, hier etwas hinzukriegen. Wartet mal kurz, vielleicht komme ich mit dem Aufklärer hinten zu der Artillerie hin. Ja, 2-0 ist aber trotzdem keine gute Idee. So, die ja, Truppen wieder einigermaßen verteilen, dass sie was treffen können. Gut. Das ist keine gute Idee. Das lassen wir mal lieber. Ach so, es war ja Regen. Ja, da wäre natürlich ein Jäger mit oder ein Bomber mit der Anführereigenschaft wettertauglich Gold wert. Haben wir jetzt leider nicht im Angebot. Aber ich denke mal, irgendwie wird das auch ohne gehen. Ja, machen wir halt. So what? Kriegst ein bisschen Erfahrung. So, du fährst da hoch. So, jetzt kümmern wir uns noch um die beiden Hempel da. Die sind recht hartnäckig, muss ich feststellen. Muss ich jetzt wirklich... Ne, warte mal. Warte mal. Genau. Ja, weil ich hätte jetzt keine Lust gehabt, den jetzt da oben hinzufahren, weil ich fahre jetzt lieber alle da wieder lang, weil dann können die nächste Runde auch noch was reißen. Gut, aber das sieht ja schon mal ganz gut aus. Den kann ich auch schon mal da drauf fliegen. Da kann der nächste Runde da auch ja, drauf bomben. Und die ja, fahre ich jetzt einfach ein Stück näher ran. So, schauen wir mal, was passiert. Okay, jetzt greift er die Pack da an, die Hilfspack. Das ist mir ehrlich gesagt ziemlich Schnuppe. Ob er das macht oder nicht. Das würde ich eigentlich nicht so gerne machen. Machen wir das mal so. Ah. Naja gut, lassen wir das vielleicht mal
sein. Gucken wir mal, was das Wetter sagt. Das Wetter sagt, ich kann wieder bomben. Gut, der fliegt zum Flugplatz zurück. Der ist auch leer. Oh, da war die Flak, die sie weggefahren hatten. So, die brauchen auf jeden Fall ein bisschen Artillerieunterstützung, die Truppen. Das wird sonst schwer. Er hat wieder Munition, sehr schön. So, jetzt gucken wir mal, was wir mit unseren, ja, mit unserer Artillerie reißen können. Bin mir nicht sicher. Ja, das funktioniert noch. Gut, wir kriegen ihn jetzt leider nicht ganz kaputt. Was würde da passieren? Oh, 5-0 ist keine gute Idee. Also Rückzug. So, dann machen wir mal was anderes. Versuchen wir hier mal unser Glück. Der hat sich so schön auf die Furt gestellt. Da sind die Panzer ja etwas anfälliger. Ihr gebt mir auf die Nerven mit eurem scheiß hartnäckigen Widerstand. Er hat noch 7 Schuss. Ah, er kriegt es trotzdem leider nicht gebacken, den zu überrollen. Der kriegt aber gebacken. Sehr schön. So, dann machen wir das einfach so. Das sieht doch schon mal gut aus. Naja, läuft doch ganz gut. Bisschen, ja, waren die Ergebnisse nicht so, wie ich es mir gewünscht habe, aber es läuft ganz gut. Da hätte ich erstmal mit dem Ding es vielleicht draufhalten sollen. Das wäre vielleicht klüger gewesen. Aber egal. Ich denke mal, mehr kann ich diese Runde auch nicht machen. Also weiter geht's. Ja, okay, gut. Können Sie mein Ding machen. So, das sieht jetzt ziemlich gut aus. Der ist leider mal wieder leer. Der kommt da nicht hin.
Gucken wir mal, was wir sonst. Den laden wir schnell mal wieder auf. Ja, wir haben trotzdem 5.082 Prestige. Ist trotzdem eine ganze Menge. So, der holt sich da ein bisschen Erfahrung ab. Und die machen den Rest. Ist auch schon 3 Erfahrungsbalken. So, ja, die müssen jetzt hier leider eine kleine Schleife drehen. Der ist leer. Dann gucken wir jetzt mal hier weiter. Jetzt ist schon wieder Regen, also. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal bei diesem Szenario so viel Regen hatte. Sonst immer ist eigentlich hier recht gutes Wetter, aber irgendwie haben sie mich dieses Mal auf der Rechnung. Und diese komischen Pekotta, die gehen mir auf die Nerven, weil sie nicht raus wollen aus der Stadt. So, der hat noch genug Schuss. Hin. Typisch. You get on my nerves. Gibt's nicht. Muss ich jeden Panzer nehmen? Ich krieg die nicht kaputt, diese Hurensöhne. Solche Spastiker. So, was habt ihr davon, Arschgeigen? Achso, der ist jetzt leer. Achso, der hatte auch schon. Gut, aber auch wenn es etwas länger gedauert hat, wir haben es hingekriegt. So, der muss sich neu aufladen. Ich kann natürlich mal meine ganzen Bomber zum Flugplatz fliegen. Da sind die jetzt alle immer aufgeladen. Weil ich jetzt ja sowieso nicht viel machen kann. So, ich guck gerade nochmal schnell. Hatte ich nur sonst noch irgendwo Truppen? Nee, jetzt leider nicht. Gibt's nichts, weil diese Arschlöcher da rumstehen. Dann müssen wir das jetzt mit dem Bomber richten. Wir kriegen es nicht geregelt. Nicht geregelt. Und die sind auch eingegraben bis zum Mittelpunkt der Erde anscheinend. Oh, der ist jetzt leer. Dann machen wir das halt so. Ah, scheiße, da kommt die Ding ist schon hin. Gut. Machen wir das mal kurz so. Und weiter geht's. Der hat jetzt wieder Munition. Wen haben wir denn da? Guten Tag. Guten Tag und auf Wiedersehen.
So, die haben sich jetzt auch in diesem Szenario gut verdingt, gut bezahlt gemacht. Die Waffen des S-Kavallerie. So, die kleine Truppe, die werde ich da jetzt einfach mal im Osten langfahren lassen. Die paar Hexe da erobern. Ist jetzt die Frage, greife ich jetzt schon an oder nicht? Der hat 6 Schuss, der andere 4. Da mache ich das jetzt einfach schon mal. Zack, damit sind die auch Geschichte. Die sind jetzt leider leer, die Berserkliere. Berserkerliere, naja. So, was wir auch machen können, ist, dass wir da oben mal angreifen. Da kommt die Flak nämlich nicht hin. Da ist nämlich auch noch Tempel drin. Oh, Hinterhalt. Ja, komm. Toll. Hat nicht gerade viel gebracht. Jetzt ist der Arsch da endlich weg. Jetzt komme ich da endlich an die Adlerie ran. So, und das Ding ist jetzt schon mal Geschichte. Ist die Frage, was greife ich an? Greife jetzt erstmal da an, weil wenn ich jetzt... Die kommen da wahrscheinlich beide nicht hin. Na toll. Aber ich kann ja trotzdem mal so angreifen. So, der war leer. Den lasse ich dann mal da stehen. Der ist jetzt auch leer. Gut. So what? Wo ist denn genau? Hier ist doch das Fliegerass. Was würde denn so passieren, wenn ich das jetzt so mache und dann hier drauf gehe? Und dann jetzt mit dem Erstschlagjäger. Ja, sehr schön. Da kriegen wir das Ding auch gut kaputt. Und das heißt, ich werde jetzt alle Bomber, die jetzt noch auf dem Flugplatz sind, schon mal nach Südwesten schicken, weil da kann ich nämlich nächste Runde mit der Luftwaffe loslegen. Ich komme da trotzdem kaum hin. Es ist nicht zu fassen. Diese scheiß Gegend. Jetzt klappt es aber dann doch besser, nachdem ich die da aus dem Weg geräumt habe. 4-2, also das ist wie in der Artillerie. So, genau, so wollte ich das doch haben. Und die können sich jetzt an der Flak austoben. Zack. So, das läuft doch richtig gut jetzt. Guten Tag und tschüss. Ja, muss ich jetzt aber erstmal warten, bis ich da Unterstützung habe. Da kann ich jetzt momentan leider nicht viel machen, fürchte ich. Nee, die sind zu schwach dafür. Das lasse ich mal lieber sein.
Ach, den hatte ich ganz vergessen, den Zweier. Gut, dass der ja zu mir fährt. Wo ist der? Hier. Ja, die haben nur so einen scheiß Lieferwagen. Moment mal kurz. Wir werden jetzt einfach ja, ihn ein bisschen zustellen. So, der hat noch zwei Schuss. Ich nehme mal die beiden Einheiten, die gehen dann jetzt darüber. Zack, zack. Ja, die Artillerie ist einfach etwas zu schwach von den Angriffswerten her. Das ist ärgerlich. Aber wir haben hier noch einen Jäger. Genau, der regelt jetzt den Rest. Schon zwei Angriffsbalken, sehr schön. Und dann gucken wir uns jetzt mal an, was hier unten angesagt ist. Also der, genau, der hatte schon. Der ist, beziehungsweise der ist leer, der andere ist auch leer. Nehmen wir den mal. So, das macht doch Spaß. Ein schönes kleines Überrollfestival veranstalten. Der hat noch vier Schuss. Dann kann er den auf jeden Fall überrollen. So, kommt jetzt keiner? Doch, der kommt da unten ganz unten hin. Der kann dem schon mal einen verpassen. So, und dann werde ich jetzt hier mal etwas näher rangehen. Auch wenn das natürlich gefährlich ist. Ich glaube, machen wir mal so. Die Flak kann sich, glaube ich, ganz gut verteidigen. Das Ding ist jetzt auch leer. Gucken wir mal hier unten weiter. Zack, und ja, so langsam aber sicher kommen wir der Sache näher. Der hat noch einen und der hat noch einen Schuss. Wir machen das jetzt mal kurz etwas anders. Fliegen die zum Flugplatz zurück und nehmen den hier. Der hat noch drei Schuss, um den Vierer da zu tilgen. Ich hoffe, das klappt. Sehr schön. Ja, sonst ist überall Flak. Da können wir jetzt momentan nicht so viel machen. Okay. Ja, was auch sehr schön ist, ist, dass es so aussieht. Na, wirst du wohl still sein. Jetzt muss ich da mal kurz einen rüber schicken.
Okay, das geht nur so. Ja, so aussieht, als ob zumindest noch die ein oder andere Einheit etwas von ihrer Überstärke behalten kann. Das ist natürlich auch sehr schön. Okay, die sind jetzt leer. Na gut, fahren wir einfach ein Stück hinterher. Ich denke mal, das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr so das Problem. Oder wir halten jetzt einfach mal einen Bomber drauf. Zack. Ja, dieses Mal ist der Nordosten etwas schwieriger. Ne, wir machen das mal kurz etwas anders. Der fällt da erstmal kurz rein. Hä? Ah, was mach ich? Ich Trollo, was würde der denn gegen den sagen? 4-4 ist natürlich ein bisschen happig. Aber, machen wir jetzt einfach mal. Damit wir hier mal etwas den Durchbruch schaffen. Und dann warten wir jetzt noch eine Runde, oder beziehungsweise in der nächsten Runde dürfte es dann gewesen sein. Der fährt da mal dahin. Ja, okay. Du gibst mir einen drüber, das ist mir aber ehrlich gesagt ziemlich schnucke. Ja, das sind die ersten Einheiten, die jetzt unter ja, Munitionsmangel oder unter Munitionsverlust leiden. Okay, das geht nicht. Oder ist der leer? Nee, der ist nicht leer, aber er kommt da irgendwie nicht so richtig ran. Der ist leer. Aber wir haben ja natürlich hier noch andere Einheiten. Zack, so. Das hätten wir erledigt. Jetzt geht's halt im Nordosten. Hier fliegen wir mal schnell weg. Der hat jetzt gut einen übergekriegt. Aber mit vereinten Kräften müsste das jetzt eigentlich machbar sein. Haben wir hier noch irgendwo einen guten Jäger? Der hat noch einen Schuss. Mal gucken. Der kommt da leider nicht hin. Ja, mal gucken, was der Italo-Jäger sagt. Vielleicht können wir den noch ein bisschen schwächen. Jo, ich würde mal sagen, schauen wir uns mal schnell die strategische Karte an. Und ich würde mal sagen, wir haben das Spiel jetzt ausgemacht. Und zwar ziemlich schnell. Wir hätten noch 3 Züge Zeit. Also,
Die Russen haben schon einige, zwischendurch einige heftige Gegenschläge geführt. Das eindeutig. Zum Beispiel hier die Infanterie, die hatte Glück, dass sie überlebt hat. Und ja, andere auch noch. Aber wir sind doch recht zügig vorangekommen, muss ich sagen. Vor allen Dingen im Südwesten hat das gut funktioniert. Vor allen Dingen, ja, Kiew war auch nicht so das Problem. Also von daher war das dieses Mal eigentlich relativ easy going. Ich beende jetzt mal das. Glorreicher Sieg der Achsenmächte. Sehr gut, Sie haben den Russen im Kessel von Kiew vernichtet. Murmansk, nehmen Sie die Stadt und das Umland ein. So, ja, wir haben jetzt 7.467 Prestige. Das ist eine ganz schöne Menge. Wir gucken jetzt erstmal, was können wir alles aufrüsten? Sieht so aus, als ob wir ziemlich wenig aufrüsten können. Ja. Wartet mal kurz. Genau. Wir werden jetzt die 122 mm A19 in die 122 mm K31 Captured aufrüsten, weil die noch volle Munition hat. Das heißt, die können 7-mal schießen. Das ist doch sehr nice. Und sie kann über 5 Felder schießen. Das ist natürlich auch sehr nice. So, was gibt's sonst noch im Angebot? Ich glaube nicht mehr allzu viel. Flak gibt's jetzt auch nichts Neues. Jäger, auch nix. Okay. Gucken wir mal, was wir hier. Die haben leider keine so Selbstfahrlafette. Ich glaube, die kommt erst später. So, was werden wir uns. Ach so, genau. Der hat auch noch. Nee, Moment. Der Deutsche hat doch auch 7 Schuss. Ah, der hat 6 Schuss. Okay. Einheit aufrüsten. Ja, 40 Treibstoff, der hat 35, also der ist etwas besser. Na. Dann machen wir das doch einfach mal. Ja, Treibstoff etwas besser und so weiter und so fort. Und das ist jetzt aber nicht unser ausländischer Panzer, sondern da nehmen wir so ein BT-42 Tank. Der ist auch nicht so schlecht. Den hatte ich auch das letzte Mal in meiner Kampagne und der reißt eigentlich auch recht viel, kann man sagen. Klar, Verteidigung ist nicht so toll. Ist etwa in etwa so ein bisschen vergleichbar mit dem 4C von den Angriffswerten. Verteidigung etwas schlechter, glaube ich. Aber er kann halt 7 Felder weit fahren. Das ist natürlich sehr viel. Er hat 8 Schuss, ist auch in Ordnung. 65, ja. Sprit, ist auch ziemlich gut. Also, den nehmen wir doch einfach mal. Oder habe ich ihn jetzt zweimal gekauft? Nee, ich habe ihn nur einmal gekauft. Das wollte ich auch nur. So. Das ist dieses Panzer, naja. Das können wir jetzt nicht gebrauchen. Etwas unnötig. So. Gut, jetzt haben wir die 7 Panzer. Ich bin gerade schon etwas für das neue Szenario am Überlegen, wie ich das am geschicktesten mache. Ach, sehr schön. Die neuen Einheiten haben auch einen Erfahrungsbalken. Das gefällt mir natürlich. 100 Erfahrung, ja, das ist gut. Ich schätze mal, ich werde dann wahrscheinlich für das neue Szenario den hier in KV1 wuppen.
weil ich halt wirklich ja in Sachen Panzer etwas mehr Durchschlagskraft brauche, eindeutig. Den hier, den will ich dann wahrscheinlich auch irgendwie, vielleicht in 3H oder sowas, keine Ahnung, muss ich mir dann noch überlegen, aber der wird dann wahrscheinlich nach Typhoon umgerüstet, weil der ja im Kessel einfach vollkommen unterlegen ist. Gut, aber so sieht das momentan aus. Ich spare mir jetzt mal, ja, Überstärke zu verteilen. Ich guck gerade mal schnell. Also der T-34 hat noch 12, der hat noch 13, der hat noch 12. Also haben wir ja noch, ja, 12, 13. Haben wir noch ein paar Einheiten Überstärke behalten. Ich hoffe, das Szenario hat euch gefallen. Das nächste Mal geht es dann, wie gesagt, in Murmansk weiter. Das wird etwas einfacher werden, wenngleich es auch ja recht lange dauern wird. Wir können ja mal schnell auf unsere Statistik schauen und sehen, ja, ich habe jetzt momentan 9 Einheiten verloren, aber das hält sich in Grenzen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.